Dieses Video wird präsentiert von Sönke Diekmann Hörsysteme. Ich werde euch weiterhin unterstützen und danke für alles. Es war der emotionale Höhepunkt eines ganz und gar nicht normalen Frauenhandballabends in der Ulmallee. Blombergs Linksaußen Franziska Müller verabschiedete sich nach 9 Jahren bei der HSG vom Profisport. Doch vorher wurde natürlich noch Handball gespielt. Und das furios. André Fuhr kam mit dem drittplatzierten TuS Metzing zurück an seine alte Wirkungsstätte. Doch was er da sah, dürfte dem Coach gar nicht gefallen haben. Die Blombergerinnen spielten sich zwischenzeitlich in einen Rausch und konnten den Favoriten vor ausverkaufter Kulisse mit 25-21 besiegen. Ah, unglaublich. Also das war wirklich nochmal ein Kracher zum Schluss. Und ich bin richtig stolz auf uns, was wir zusammen mit den Fans nochmal abgerissen haben. Wirklich abgerissen. Ich glaube in der Halbzeit, Standing Ovations, das spricht für sich. Also das war ein sehr, sehr schöner Abschluss. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Nach dem Spiel hieß es Abschied nehmen. Neben Katrin Pichelmeier und Franziska Müller verlassen auch Angela Steenbackers, Gisa Klaunig und Patricia Rodriguez die HSG. Rodriguez zieht es wieder zurück in ihre Heimat nach Portugal. Ich habe einfach keine Worte, das war ein unglaublicher Tag und also solcher Abschluss habe ich nicht erwartet und ich bin einfach sehr, sehr stolz und einfach Dankeschön für alles. Auch in der Geschäftsführung sieht die HSG in der neuen Saison etwas anders aus, denn Stefanie Klaunig verlässt den Verein zum Saisonende. Also was die Mannschaft in dieser Saison geleistet hat und ja, was sie heute Abend hier abgeliefert hat, das war einfach mega. Also mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Die Mannschaft hat einen großartigen Job gemacht dieses Jahr und ja, mit Platz 6 überragend. Also mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein, weil ich bin einfach mega happy und ein größeres Geschenk hätten sie mir nicht machen können heute. Dieses Video wurde präsentiert von Sönke Diekmann Hörsysteme.